Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. Mit dabei der... Einen wunderschönen guten Hallo. Wo ist er denn? Such mich. Ich habe so ein Gefühl. Ach verdammt. Hallo. Hi, oh, jetzt komme ich hier. Warte. Nein, also okay, danke. Bitte. Ich habe gedacht, ich komme übers Pferd raus. Mhm. Naja. Ja, der wundervolle Sweet-Digger ist mal wieder dabei. Wundervoll. Oh, danke, aber das ist zu viel der Ehre. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich dazu komme. Ja, das ist aber auch eine spontane Aktion hier, ne? Also nicht geplant und so. Wie, ich dachte, du bist jetzt fest dabei. Was? Obwohl, vergiss, das wird ein bisschen teuer an Ressourcen. Ja. Du weißt ja, Gage und so, ne? Das klären wir nach der Aufnahme. Ja, ja. Also, damit du es wisst, das kostet mich jetzt hier ganz normal 500 Euro plus dreimal Babysitten. Nee, das Babysitten lässt du besser mal, sonst wird das Kind noch verdorben. Was soll das denn jetzt heißen? Ja. Also ich schaue gerade so mit dem schrägen Kopf auf den Bildschirm. Mhm. Ja, was haben wir heute vor? Ich weiß es nicht. Erzähl's mir. So ein paar Steine kloppen? Ja, gut. Wo? Hier? Die? Ja, ich würde sagen, wir können es mal eine schöne Höhle suchen und dann mal farmen gehen. Eine Höhle suchen? Ja, eine Höhle nur für uns beide. Aha. Mhm. Hallo, ich bin verheiratet, ja? Ich gehe. Tschüss. Ja, tschüss. Hab auch keinen Bock mehr. Warte mal, das war ja gleich die Mine. Ja, ich würde sagen, hier lang, ne? Ja, da kommst du ja zu der Monsterfarm, wo der Crazy am Arbeiten ist. Ah, cool. Hast du das noch nicht gesehen? Nö. Ich bin erst bei Folge... Lass mich nicht lügen. Ich müsste jetzt gerade mal gucken. Ja, okay. Moment. Meinen... YouTube-Verlauf. Wo ist er denn? Aber unsere Cheater-Aktion mit dem Spawnern hast du ja mitbekommen, ne? 12. Ich bin erst bei Folge 12. Ja, okay. Hm. Ja, ich häng da hinterher, ich komme einfach zu nix. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Du hast doch nur eine Tochter und eine Frau. Ja, genau. Hm. Ach, nee, ja. Der liebe Dosch, der hat mich eben noch im WhatsApp erreicht und hat gefragt, hier, Digga, hast du mal ein bisschen Zeit? Hab ich gesagt, für was denn? Ja, so für Aufnahme. Bessere Hälfte noch gefragt und die hat gemeint, ja klar, ist kein Problem. Mach. Hast du Lust überhaupt? Das hat sie gefragt. Hast du überhaupt Lust? Ja, ich hätte schon Bock. Also ich habe schon die ersten 10 Steine. Ja, du kannst gerne mal weiter runterkommen. Da kannst du ja mal ein anschauen. Ein Skelett. Wo bist du jetzt da? Einfach nur die Treppe runter. Ja, da war ein Skelett. Echt? Ja, und da ist Redstone. Ja. Meine ja nur. Es fängt schon wieder an, ne? Ja, klar. Einfach nur die Treppe runter. Oh, hier ist Redstone. Oh, hier ist das. Oh, hier ist ein Skelett. Eisen. Ja, ich hab gedacht, ich soll dir helfen. Also, mega. Ja. Boah, Jungs. Warum könnt ihr nicht einfach mal 3 hohe Treppengänge bauen? Ey, da bin ich unschuldig. Das war crazy. Mhm. So, links, rechts. Okay, geht nur in eine Richtung. Ja. Hab's gesehen. Das war das Genialste überhaupt. Da hat Crazy versucht, oben in diesem kleinen Berg da hinter den... Wow. Ja, das ist so gebaut, damit hier nichts spawnen kann. Ah, okay. Weil auf Bedrock kann ja bekanntlich keine Mobs spawnen. Was genau? Hier soll so später so ein Art Hub werden für die ganzen Mobs, die ankommen. Ah, ja, okay. Und wie du siehst, ist schon gut was angekommen. Habt ihr eigentlich schon eine Angelfarm? Eine Angelfarm? Ja. Wir sind doch gerade mal dabei, das Haus zu bauen, wo wir leben, ne? Bau dir erstmal eine Angelfarm, ohne Witz. Okay. Da kriegst du nämlich auch Bögen raus mit Mending und Infinity und was weiß ich was alles. Die sind 1A, die Dinge. Okay. Hat er hier noch irgendwas, was man mitnehmen kann? 8 Eisenblöcke. Ja. Ja, die braucht er hier bestimmt zum Bauen. Ja, du weißt ja, was wir noch für Ziele haben. Ja, die Beacons, ne? Mhm. Aha. Also ich bin ehrlich, Eisen wird echt kein Problem. Ja, gut. Auf welch? Höhe 11, perfekt für Dias. Was? Achso. Aber hier so ein bisschen Strip. Ja gut, ich habe aber keine Spitzhacke, ne? Keine Glücksspitzhacke oder Behutsamkeit. Ja, ich dachte, ja, Dias, ich bin ehrlich, ich habe meinen verloren nach meinem Fauxpas von der... Echt jetzt? Ich habe ja eben erzählt, wie ich gestorben bin. Mhm. Ja. Ja, trinken und aufnehmen ist nicht so toll. In diesem Sinne, Prost.
Ja, super. Perfekt. Und was kannst du dir gerade Schönes? Was ich mir gönne? Also so ein Babybier. Ah, ein Babybier? Ja, also ja, ein Radler ist es, mir nicht. Okay. Muss ja fahrtüchtig bleiben. Musst du morgen noch fahren, oder? Nee, Quatsch, morgen. Ja, doch, morgen, klar, ja, aber heute nicht mehr. Also ja, wir haben schon Sonntag. Mhm. Ja, wollen wir hier einfach mal jetzt so ein bisschen Stripe meinen? Stripe meinen? Jo. Meinst du? Ja. Wir können einen Wettbewerb machen. Wir haben schnellsten Dias Feder oder die meisten. Aha. Guck mal, was für eine Spitzhacke hast denn du da? Oh. Ja, danke, dann nehme ich die. Ja, das war jetzt klar. Das ist nicht jedes seine. Jetzt ernsthaft, jetzt fangen die bei mir noch mit dem Feuerwerk an? Ja, gestern haben sie bei uns auch Feuerwerk gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Hey, gib mir. Oh, danke. Ja, bitte, gern geschehen. Ja, bei uns in der Gegend, quasi bei mir direkt um die Ecke, ist momentan der Kirmes. Ja. Oder eher gesagt, wirklich eine Mini-Kirmes. Also, ich weiß nicht, was das für eine Kirmes ist, aber es ist Bullshit. Okay. Da ist F. Also kannst du einfach so vorstellen, das sind auf einem riesengroßen Einkaufszentrum sind das Ganze, sagen wir, 5 Buden. Ja. Willkommen in der Kölner Gegend. Aha. Also ich habe schon Redstone und Eisen, und du? Ich habe ein bisschen Diorit. Oh. Ist das Diorit? Ne, das ist Andesit, Entschuldigung. Ja, passt, die kann man auf jeden Fall gebrauchen. Spätestens wenn du bei uns ein Haus baust, wenn wir alles brauchen, was geht. Ja, oh. Also da befürchte ich jetzt schon alles. Also da habe ich ja auch schon in der letzten Folge mal jeden einzelnen Zapling einmal zwar gecheatet, aber ich glaube, das ist einfach... Ja, getrunken, gecheatet. Hm. Boah, das war aber auch eine Aktion, wo wir trinken waren. Oh, guck mal, Eisen. Ich habe Kohle. Oh, ich habe Lapis. Ich habe immer noch Kohle. Oh, ich habe Redstone. Also jetzt muss ich mir echt so ein Backpack teilweise schon... Was? Wie? Achso, Backpack, ja. Hm. Ja, so ein Rucksack. Ja, das wäre toll. Das finde ich immer noch eine coole Erneuerung bei Minecraft. Ja, klar. Nein. Weißt du? Suchen sich Mojang Leute so ein bisschen Hilfe über Mods, kommen damals auf die Pistons, aber auf sowas Einfaches wie einen Rucksack kommt man nicht. Ja, keine Ahnung, warum nicht. Habe ich echt keinen Plan. Ich meine, ich wünsche mir den auch schon seit der ersten Folge, die ich da rausgehauen habe. Also Notch, wenn du zuschaust, hau mal raus. Ja, genau, weil der auch deutsche Let's Player guckt. Ja, klar. Ach, was ich ja momentan auch noch langsam angefangen habe. Kennst du den englischen YouTuber Hypnotized? Hyper was? Hypnotized, also... Achso, ja, genau, Hypnotized, ja klar. Mhm. Ist ein Hermitcrafter, gell? Das kann sein. Ja, ist einer. Einer von Hermitcraft. Den schaue ich in letzter Zeit extrem richtig oft. Habe ich mir auch mal angefangen anzuschauen, alleine durch das, Infinity Evolved Expert Mode. Beim Trivolo. Was jetzt auch bald nicht weitergeht. Wollten wir dann auf jeden Fall uns ein bisschen noch vorbereiten, da bin ich auf den gestoßen. Okay. Ganz ehrlich, teilweise, der kommt auf Ideen, wo ich auch drauf gekommen bin, aber ist die wirklich... Oh, scheiße, diese Lava. nie wirklich so umgesetzt habe. Einfach weil dann entweder die Zeit gefehlt hat oder sonstiges. Ja gut, das sind ja eben YouTuber, das sind Vollzeit-YouTuber, kannst du sagen. Ja. Ich meine, ich gucke ja auch gern Vanilla-Folgen von Izuma. Okay, das sagt mir jetzt nichts. Izuma Void, das ist auch ein Let's Player, ein englischsprachiger, ich glaube, der ist Brite. Genauso wie Mambo Jumbo. Oder, keine Ahnung, die sind alle von Hermitcraft. Okay. Da gibt es eben auch so ein paar von Hermitcraft, die eben auch so Modpacks machen. Zum Beispiel der, den du eben genannt hast. Schon den Hypnotized. Genau. Der spielt da, glaube ich, auch mit. Oder hat mal mitgespielt, deswegen kenne ich den Namen. Und die bauen da Dinger hin, das ist echt der Hammer. Mhm. Der eine hat jetzt eine Kopf... eine Mob-Kopf-Farm gebaut. Oh. Weißt du, wie das geht? Ich schätze mal mit Tinkers über Beheading, oder? Nein, in Vanilla. Ach, in Vanilla? Ja. Nee, da habe ich keine Ahnung.
Da brauchst du Charged Creeper. Ach du Scheiße. Mhm. Weißt du, wie du die bekommst? Ne. Die müssen vom Blitz getroffen werden. Ja, also meinst du, ich dachte. Höhle. Aber. Ich hatte jetzt gedacht, meintest du jetzt, wie man die bekommt, wie man die sich jetzt wirklich so in Massen herholen kann. So hatte ich jetzt gerade verstanden. Mit so einer Farm. Und er hat wirklich ein riesengroßes Areal gebaut, wo er sich Creeper hält. Ne? Und zwar eben so, dass die vom Blitz getroffen werden können. Und wenn die vom Blitz getroffen werden, dann werden die Pisten und Wasser in ein gewisses Areal gebracht, wo dann eben andere Mobs sind. Sobald ein Mob von so einem Charge Creeper getötet wird, gibt es eine Chance, dass ein Kopf droppt. Okay. Ich glaube, dass es mal eine Chance ist. Ich weiß nicht genau, ob das vielleicht sogar fix ist. So. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. 1, 2, 3. Nee, über diesen Hyper-Teil. Achso, Entschuldigung, ja? Nee, sprich weiter. Und, ja, das sind eben irgendwie so 20, 30 Leute, die auf einem Server spielen. Hm? Und da gibt es eben riesengroße Bauten und das ist richtig, richtig geil. Ich würde auch gern sowas machen, aber ich habe einfach nicht die Zeit dafür. Oh, Spitzhacker-Marsch. Toll. Du hast aber noch einen Ersatz, oder? Ja, ich habe. Ja, ich habe noch ein, zwei. Ja, im Notfall, ich habe noch Holz dabei, ich habe Sticks dabei. Gut. Ich schätze mal, Eisen und Kohle und so weiter wird jetzt nicht das Problem. Meinst du? Meine ich nicht. Ich weiß es nicht. Ja, es ist schon eine schwierige Frage. Ja. Nee, aber die machen sämtliche Farmen, zum Beispiel so eine Eisengolem-Farm, die richtig, richtig geil ist. Also die gibt irgendwie, keine Ahnung, 1700 Eisen-Ingots pro Stunde. Was? Ja. Das ist der sogenannte Iron Titan. Als Beispiel. Dann eben Schaffarm und passive Mobfarm und keine Ahnung was alles. Das ist echt der Hammer. Ja, jo. Also die bauen wirklich sämtliche Farmen, die es in Minecraft geben kann. Muss ich mal reinschauen. Ja, die haben in der letzten Staffel, das ist Hermitcraft 3, haben sie 4 Hexenhäuser gebaut. Also hier so 4 Hexen Dingens, na, wie heißt? Farmen, danke. Diamanten. Cheater. Ja, ich habe gerade X-Ray angemacht. Ja, genau. Da haben sie 4 Hexenhäuser gefunden, haben dann eben da so 4 Farmen gesetzt, ne? Mhm. Also richtig extrem, richtig geil. Ja, krass. Mhm. Und von dem Izuma habe ich jetzt eben auch so die Idee bekommen von der Angelfarm. Mhm. Ja? Die ist richtig effektiv. Da kriegst du eben auch so Sättel und keine Ahnung, Rüstungen teilweise, Bücher kriegst du da. Verzauberte meine ich jetzt natürlich, ne? Ja, ist sie schnell zu bauen? Oh, ist eine Höhle. Ich hab's selbst noch nicht gebaut, aber besonders schwer ist sie nicht. Du brauchst bloß ein bisschen Redstone, du brauchst 2 Haken und ich glaube, es gibt 2 oder 3 Versionen davon. Okay. Weil je nach. Wir können ja mal, ich weiß nicht, wie lange die Folge jetzt hier schon geht. Die ist gerade mal bei 13 Minuten. Okay. Also 7 hätten wir noch. Wir können ja mal gucken, dass wir vielleicht nächste Folge oder so, einfach mal, suche ich mir den Bauplan raus. Und wir bauen einfach mal so ein Ding. Können wir machen. Das war eigentlich meine Intention dahinter. Ja? Nee, aber wie gesagt, eben über diesen Hypnotized bin ich damals auch auf dieses Project Ozone gekommen, was ich auch effektiv am Zocken war. Ah, okay. Ist meiner Meinung nach immer noch ein cooles Modpack. Bloß musste ich bei mir abbrechen zu zocken, also privat. Weil ich nach meinem Update meine komplette Map gecrashed ist. Ah, und das kein ist übel. Und es hat kein Backup mehr geklappt. Das ist übel. Mhm. Ja, ich meine, das Problem hatten wir ja bei Infinity Wolf, ne, wo wir updaten wollten und es ging gar nichts. Es ging echt gar nichts. Rotary Craft lässt grüßen. Mhm. Finde ich echt schade. Ja. Passiert eben, ne? Aber ich kann ja dann jetzt mal gerade so ein bisschen über dieses neue Modpack schon mal reden. Und zwar bin ich dann, weil ich einfach so Lust hatte auf nochmal sowas Sky Factory ähnliches, aber jetzt nicht sofort Sky Factory, alleine schon, weil das ja momentan Trivodor und Klatto machen, habe ich gedacht, okay, was gibt's denn noch so? Agrarian Sky 2, mal reingeschaut, das war's dann auch schon. Ich weiß nicht, 2 gefällt mir überhaupt nicht mehr. Okay. Aber ich habe das Agrarian Skies noch gar nicht geguckt. Also die
erste Variante fand ich also relativ cool. Weil du auch wirklich durch komplett Blood Magic, Formcraft geschickt wirst und so weiter. Und später wurde so keine, ich weiß nicht mehr was, da gab es noch so Hardcore-Quests, du musstest, ich glaube, einen Stack von den Herzen musstest du farmen. Also diese Lebensherzen. Weißt du, was ich meine? Die Herzen, dass du einen extra Life bekommst. Also die Tinkers-Herzen oder was? Nicht die Tinkers-Herzen, die von Hardcore. Achso, okay, Hardcore, ja. Ja, genau. Hardcore-Questing-Mod. Hardcore-Questing-Mod, genau. Mhm. Dafür steht das HQM. Ja. Dafür solltest, davon solltest du einen ganzen Stack farmen. Oder du sagst. Ich habe eben die mittlere Maustaste gedrückt, um mein Inventar zu sortieren. Klappt so gut, ne? Ja, sauber, doch. Mhm. Ja, aber ich war schon teilweise dabei. Ich war die ganze Zeit da. Oh, gucken. Diamanten. Oh, sehr schön. Willst du die abbauen? Ich habe immer noch keine Fortune, ne? Hast du eine Behutsamkeit? Ich habe gar nichts drauf. Okay. Wie gesagt, die einzige Fortune. Obwohl, Christian, der hat jetzt halt. Nein, nee, der hat den Inventar. Scheiße. Ja, gut, ich lasse die einfach mal hier stehen. Ja, komm, baue sie ab, Ende. Nein, ich baue sie nicht ab. Ich lasse die hier stehen. Okay. Ich bezweifle zwar, dass ich noch einmal hier wieder hingehe, weil ich das bis dahin schon dreimal vergessen habe. Ich werde dich daran erinnern. Jörg. Warte mal, ich schreibe mir mal die Koordinaten noch auf. F3, so, Zettel, Stift. Ne? Oh Gott, ich und meine Zettelwirtschaft. Hoho. Ja, meine Zettelwirtschaft ist mittlerweile schon so extrem geworden. Ich habe sogar letztens noch angefangen, auf der alten Visitenkarte mir Notizen zu schreiben. Also ich habe mir mittlerweile, also ja, fürs Let's Play, wo ich das noch aktiv gemacht habe. Oh Gott, ich höre mich schon so alt an. Naja, habe ich mir, so Karteikarten geholt. Ja, ich habe hier noch so einen alten Post, hier von den Postzetteln da. Habe ich auch noch einen Block. Okay. Ah ja, jetzt wollte ich aber eben über das Maypoint Modpack gesprochen haben und bin schon wieder nicht aufgekommen. Auf jeden Fall, da hatte ich mir erstmal so ein bisschen. Oh, du bist direkt neben mir. Ja, sowas. Hatte ich ein bisschen Lust bekommen auf so ein Sky Factory ähnliches Modpack und bin dann auf dieses Modpack gestoßen. Den Namen werde ich jetzt mal nicht nennen, einfach weil ich ihn immer noch nicht auswendig aussprechen kann. Oh, nächste Spitzhacke am Arsch. Ich hab's gehört. Es ist irgendwie so wörtlich Galaxis Resurrection oder Schlag mich tot. Alter, was ist das denn? Also, das ist wirklich so ein HQM Sky Factory Modpack. Okay. Ich denke mir erstmal so, okay, schau's mal an. Ich denke nur, ja, okay, Magical Crops, kannst du mal was machen. Aber dann waren da erstmal so ein paar Mods bei, die ich noch gar nicht kannte. Ich denke mir nur, okay. Vom Hören her kennst du den nicht, das hörst du jetzt Pack jetzt mal genau an. So. Dann spawnst du erstmal auf so einer komplett. Das ist schon eine große Dirt-Insel und ich denke mir nur, okay. Normalerweise ist es ja so geregelt, dass du nicht so einfach an Dirt rankommen sollst. Ja. Oder sehe ich das jetzt falsch? Nee. Okay. Hm. So, was passiert? Ich schaue mir so ein paar Mods an, wo sie mir so genau an, wo das Modpack hingeht. Es ist aufgebaut, man kann verschiedene Wege gehen. Halt wirklich diesen stinknormalen Sky Factory, Aquarium Sky Schlag mich tot Weg, halt über das Ganze mit Gravel 7 und so weiter. Ja, also Ex Nihilo. Ja, Ex Nihilo. Da gibt es auch einen richtig geilen neuen Mod. Ad Futurum. Ah, stimmt, ja, hast du gesagt, ne? Ja, das finde ich eigentlich eine richtig geniale Idee von dem Mod-Entwickler. Weil es ja wirklich teilweise aussieht, dass die Minecraft-Entwicklung für die Mods-Basis her nicht mehr so wirklich ab 1.9 weitergehen wird. Ja. Hat einfach mal gesagt, okay, wenn die 1.9 nicht mod-kompatibel wird, machen wir einfach mal die 1.9 in Mod-Form. Okay. Also der hat jetzt wirklich die Elytren reingebaut, die neuen Chorus-Früchte. Ja, cool. Alles in Mod-Form. Ich meine, das hat ja Chisel 2 auch gemacht mit den Diorit, Andesit und Granit. Wow, warum denn nicht, ne? Also das ist echt eine geile Idee. Ja, dann später habe ich noch gesehen, okay, es gibt noch eine Version, man kann auf Equivalent Exchange gehen, also hier mit dem Transmutationstable und so weiter. Mhm. Das habe ich auch mal gesehen, das ist auch richtig geil. Ja, es ist zwar nicht auch reizen, aber ich glaube, ich würde jedes Mal vergessen, die ganzen Dinger da an den Tisch reinzupacken. Mhm.
Oh, gerade wünsche ich mir Vein Miner, einfach für die ganze Kohle hier. Ja, dann habe ich gesehen, oh, Magical Crops ist dabei. Und da ist mal einer meiner Lieblingsmods waren. Mhm. Okay, es war mein Lieblingsmod auf jeden Fall, als es damals rausgekommen ist und auch total unbalanced war. Ich finde ihn aber auch nicht schlecht, das ist schon ein guter Mod. Mhm. Ja, aber ich meine, damals hast du einmal die Yazids gebaut und wurde das dann später, keine Ahnung, ein großes Feld. Das geht ja mittlerweile auch wieder, wenn du noch das Construct drauf hast zum Beispiel. Mhm. Ja, das haben ja Tribulo und der, wie heißt der andere? Carlotto? Ja, genau. Carlotto, klar, natürlich. Wir haben das ja schön demonstriert. Da mit der Spitzhacke, mit der Glücksspitzhacke von Tinkers. Mhm. Das geht einwandfrei, das ist wunderbar. Ja, und wie ich das dann gemacht habe, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ja, gut. Ja. Dann würde ich sagen, ne? Du moderierst ab. Einfach nur, tschüss. Weißt ja, wie es geht. Ja, ja. Wie in guten Zeiten, ne? Ja, ja, genau. Ey, Mann, jetzt höre ich mich auch schon alt an. Ja, ja, klar. Ja, okay. Oh, leider kein Gewinn. Schade. Tut mir leid, Opa. Mhm. Gut, mein Sohn. Alter, wenn du mein Sohn wärst, dann würden wir hier andere Winde wehen, das sag ich dir. Ja, also ich hab gehört, wenn ich der Sohn von dem Street wäre, dann würde ich hier ein paar Damenwinde wehen. Also. Ja, genau. Boah, zum Glück war der gerade nicht ultra schlecht. Nein, absolut nicht. Aber ich glaube, das war die letzte Folge. Ich muss ganz schnell weg. Alles klar. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao.